Herzlich willkommen zu dem heutigen Video mit dem entsprechenden Update von der Woche. Und ja, wir fangen an mit Gold. Und hier haben wir jetzt zunächst mal eine schöne Bewegung verzeichnet. Ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen rausgezoomt, dass wir hier mal diesen Widerstand nochmal anschauen können. Das ist ja hier eher eine Unterstützung. Und zugleich haben wir hier das 38er Level vorgefunden. Natürlich wären hier unsere Korrekturlevel in einem doch weiter unten gesehenen Bereich hier bei 1000 Euro. Ich denke mal, das wird vermutlich eher nicht eintreffen. Das war jetzt hier erstmal eine schöner Retest auf diesen Widerstand. Von daher erwarte ich jetzt hier eher die Reaktion. Und ich werde auch nochmal B2Gold ansprechen. Da haben wir auch schon entsprechende Reaktionen gesehen. Und wenn die natürlich nachhaltig weiter halten, dann ist hier erstmal das übergeordnete Level von 2280 Euro ausstehend. Gehen wir weiter zum DAX. Hier hat sich auch erstmal nichts getan, zumindest zum letzten Stand. Wir haben hier einfach ein weiteres All-Time-High gebildet. Wir sehen schon, letzte Woche waren wir irgendwo hier. Mittlerweile sind wir hier. Ich ziehe den Pfeil einfach mal weiter und ja, hier erstmal das übergeordnete Level von 25.386 Punkten und ja, da denke ich mal, passieren nochmal Korrekturen auf jeden Fall, weil es doch auch eine starke Aufwärtsbewegung war. Auch hier haben wir das 38er Level respektiert, von daher auch hier übergeordnet eine weitere Aufwärtsbewegung einfach möglich, ohne Umwege kann der hier reinlaufen, aber ich denke da doch dann an eine Korrektur, die dann auch noch mal ein bisschen mehr Aufschwung bringt, aber es wäre auch legitim hier einfach durchzulaufen. Dann jetzt XLM Stellar. Hier haben wir sehr schön das All-Time-High, zumindest das hier, angelaufen. Und ich gehe jetzt mal kurz ein bisschen untergeordnet noch. Das haben wir hier mit einem kleinen Doppeltop hier mal beschrieben. Da müssen wir jetzt hoffen, dass wir da durchkommen und dann auch mit einem kleinen Retest hier auf den Widerstand weiter hochziehen können. Das bleibt eben abzuwarten, aber bis jetzt sehr schön entwickelt. Dann Ripple haben wir ebenfalls jetzt hier starke Bewegungen verzeichnen können. Wir haben, wie man auch sieht, hier aus diesem Korrekturlevel eine sehr schöne, explosive, impulsive, wie auch immer, Reaktion gesehen. Wir sind kurz vorm 1-Euro-Ziel hier von der Aufwärtsbewegung übergeordnet, die wir ja schon seit über einem Jahr beobachten. Einstieg war von mir in dem Bereich hier bei 13 Cent und das war damals hier und da haben wir dann die entsprechenden Aufwärtsbewegungen jetzt gesehen. Das war natürlich hier übergeordnet, was ich gerade angesprochen habe. Hier nochmal ein herber Rückschlag, der hat quasi alle Level hier gebrochen, aber hat sich auch wieder gefangen, deswegen, also auch das ist jetzt wieder legitim. Wir haben aus dieser starken Korrektur eine entsprechende Aufwärtsbewegung gesehen, die ein neues All-Time-High, zumindest aus dieser Ansicht jetzt hervorgerufen hat, ein neues Hoch gebildet hat, kein All-Time-High, aber von daher positiv und ja, erstmal weiter beobachten, läuft sehr schön ab. Und wenn das hier erstmal abgearbeitet worden ist, dann könnten wir auch nochmal stärkere Korrekturen sehen. Und zwar dann wieder auf ein Level von theoretisch nochmal auf die 61 Cent runter. Und das wäre wiederum sehr schön zu kombinieren mit diesem, sage ich mal, Widerstand, der sich hier ausgebildet hat. Den zeichne ich mal schnell hier ein, ohne hoffentlich hier für Übersicht einzubüßen. Aber ich
Jetzt hat er schwarz gemacht, sehr gut. Weil hier wäre jetzt dann das Korrekturlevel, nachdem er eben den 1 Euro abgearbeitet hat. Ich bereite das gerade mal kurz vor, und dann versuche ich das wieder übersichtlich herzustellen. Also wenn ich jetzt hier ranzoome und das mal kurz einzeichne, wäre das Szenario so, der läuft hier oben rein und würde dann hier nochmal drauf gehen, auf diesen Widerstand, auf das Korrekturlevel. Den Widerstand haben wir hier dadurch gebildet, zumindest mal zwei Anlaufpunkte. Hier wäre dann so ein Retest möglich, der dann eben für neuen Aufschwung beziehungsweise als Unterstützung dann agieren könnte. Das wäre ein theoretischer Verlauf, aber gilt es jetzt dann erstmal abzuwarten, wie es da weitergeht. Potenziell hätte man jetzt hier mit dem Re-Entry die 100% mitnehmen können. Und ja, das heißt, ja, sehr schön abgelaufen. Jetzt habe ich hier wieder die Probleme mit diesem Stift. Das habe ich jetzt aber ausge. Gut, genau. So, und dann wären wir ja, theoretisch hier wieder bei 60 Cent drinnen und könnten dann auf 1,20 € wieder die 100% mitnehmen. Aber auf jeden Fall aktuell hätte das sehr schön funktioniert, hier aus diesem Level heraus 100% mitzunehmen. Und ja, von daher sehr schönes Chartbild aktuell. Ethereum, auch hier haben wir ein neues All-Time-High verzeichnen können. Wir hatten ja hier einen ganz schnellen Durchlauf der Korrektur gesehen. Er hat das Ziellevel hier bzw. das All-Time-High gebrochen, runtergelaufen auf das Korrekturlevel hier 50er vom Fibonacci und jetzt straight wieder reagiert aus diesem Level heraus und läuft jetzt eventuell das übergeordnete Ziel von 2.394 € an. Und wenn das erstmal abgearbeitet ist, dann können wir erstmal schauen, was weiterhin passiert, ob der Run weiter fortgeführt wird oder dann erstmal auch eine Korrektur eintreten könnte. Das wäre auf jeden Fall auch legitim, weil wir hier ja doch dann aus diesem Level hier heraus, wo ich hier bei 125 € eingestiegen bin, dann ja, sehr stark aufgestiegen sind. Hier schön aber korrigiert, das heißt alles legitim, alles perfekt abgelaufen. Aber trotzdem, wenn jetzt hier das Level mal abgearbeitet worden ist, wäre mit einer Korrektur zu rechnen, muss aber nicht eintreten. Kurz noch zu Bitcoin, dann haben wir auch die Geschichte der Kryptowährungen erledigt, zumindest fast. Jetzt hier, ja, hier hatte ich länger mal eine Korrektur sehen wollen. Wir haben hier das nicht wirklich gesehen. Es war nicht mal, ja, das 38er Level. Also das, da steht auf jeden Fall eine Korrektur aus. Aber wir haben auch das übergeordnete Level abgearbeitet. Also hier würde ich mich erst nochmal raushalten. Dann IOTA. IOTA hat auch eine sehr schöne Entwicklung hingelegt. Das sage ich auch jedes Mal, dass ich da sehr froh bin, hier die Position geöffnet zu haben, aufgrund dessen, dass ich hier gesehen habe, dass ein All-Time-Low gebildet worden ist und dieser Widerstand hier ja, jetzt dann gebrochen wurde. Das war dann doch für mich ein Kaufsignal in Verbindung dann mit der aktuellen Situation, die dann das Ganze befeuert hat. Ja, hat das Ganze hier sehr weit hochgetrieben mittlerweile auf 1,06 €. Das ist schon sehr schön, dass das so abgelaufen ist aktuell. Hier auch wieder eine Korrektur gesehen, schnell durchgeführt und jetzt wieder neues High gebildet. Also auch hier im Takt aktuell. Und das übergeordnete Ziel ist erstmal hier dieses, sag ich mal, All-Time-High in dem Bereich 3,60 €. Und das sieht ja so aus zunächst, dass das mal erreicht wird. Und wäre ja aus der aktuellen Sicht immer noch 100% möglich. Aber das wäre jetzt auch hier kein Kauf, weil es einfach zu weit oben steht. Gehen wir noch kurz auf Tron US-Dollar ein. Hier hatten wir auch jetzt zuletzt eine kleine Korrektur gesehen auf den Widerstand. Die kann noch mal etwas ausgeprägter ausfallen, aber erstmal ja, schön gemacht hier auf den Widerstand, fast runtergelaufen. Könnte wie gesagt noch etwas stärker ausfallen und dann haben wir hier
ja, 300% in Aussicht, beziehungsweise 200%. Muss man dann mal schauen, ob das dann so hält und ob die Idee dann auch funktionieren könnte. Auf jeden Fall auch hier natürlich perfekt abgelaufen. Wir haben hier das, hier wäre so ein sehr schöner Einstieg gewesen. Wir haben hier die Widerstandskombination und ein Korrekturlevel in dem Bereich. Also das wäre, natürlich im Nachhinein ist das immer ganz schön. Dann Chilis. Auch hier haben wir jetzt eine stärkere Reaktion gesehen, Korrektur zumindest, die hier in dem Level sich gerade aufhält. Wir haben jetzt nochmal eine stärkere Gegenbewegung hierbei. Das ist jetzt hier Bitcoin dagegen gerechnet. Also hier hatten wir ungefähr 32 Cent. Ist dann doch nochmal wirklich tiefer in das Korrekturlevel rein. Und ja. Hier gilt es dann, die Füße stillzuhalten zumindest. Dann gehen wir jetzt mal auf die Aktien ein. Nell hat eine schöne Reaktion gezeigt. Hier so eine kleiner doppelter Boden auf den Widerstand gegeben beim 38er Level. Und erstmal eine Reaktion gezeigt. Wir haben jetzt hier den Austritt von den Bollinger Bands. Könnte hier dann auch eine kleine Korrektur geben, um dann weiter voranzuschreiten. Plug Power, hier war es jetzt die Woche auch nicht so erfreulich, wie man sieht, 27 Cent wieder, also auch nochmal weiter abgestürzt und ja, theoretisch aber immer noch alles im grünen Bereich. Wir sind hier immer noch ja, auf jeden Fall im Korrekturlevel und kann immer noch alles ja, positiv ausfallen, wenn man dann vor allem hier solche Ziele von 100 Euro im Ziellevel dann vorfindet. Das ist doch dann auch zumindest eine schöne Aussicht. Dann Nordex. Nordex hat ja auch super performt jetzt in den letzten Tagen, Wochen und jetzt hier den Widerstand sehr genau angelaufen. Und ja, das heißt, hier haben wir so eine Art Kreuzwiderstand gebildet mit diesem übergeordneten Widerstand und dann hier der ja, diese Trendlinie, die dann immer wieder auch respektiert worden ist. Wenn man hier ein bisschen rausgeht aus dem Chart, sieht man das Ganze nochmal auch besser. Und von daher könnte man jetzt hier davon ausgehen, dass dort eine Reaktion folgt. Das wäre natürlich ja doch dann auch nochmal vermutlich fataler Rückschlag. Es wäre natürlich schön, wenn er hier mal ausbrechen würde und wir dann hier weiterlaufen und diese Formation mal verlassen würden. Aktuell eben deswegen auch kein Kauf, sondern da muss erst nochmal das Chartbild besser werden. Dann Piedmont Lithium, wie auch immer, hat ja auch sehr schön sich entwickelt mittlerweile. Auch hier aktuell 150% ungefähr im Plus, zumindest aus meiner Perspektive hier unten. Das Korrekturlevel hat hier gehalten zunächst. Wir haben jetzt hier auch ein neues High gebildet, jetzt hier nochmal ein neues High gebildet. Also prinzipiell charttechnisch sehr gut im Schuss und von daher übergeordnetes Ziel bei 88 Cent. Das ist dann auch sehr erfreulich. Natürlich gehen wir noch ganz kurz hier auf auf die Zukunftsmusik ein. Da wären wir jetzt dann potenziell, wenn wir hier das Ziellevel abarbeiten, dann nochmal hier das Re-Entry bei ungefähr 47 Cent. Das kann man schon mal einzeichnen, aber ist jetzt aktuell noch keine aktuelle, ja, ist noch nicht aktuell, das zu beobachten. Von daher soll es erstmal hier das Ziellevel abarbeiten, dann schauen wir weiter. Und die Updates gibt es ja bei mir sowieso wöchentlich. Dann gehen wir auf Coty ein. Auch das hat wunderbar funktioniert. Wir haben hier aus diesem All-Time-Low, das dann hier durch die Corona-Krise dann auch gebildet worden ist, eine sehr, sehr starke explosive Bewegung hier gesehen. Leider zu gering korrigiert, sonst hätte ich dort auch nochmal nachgelegt. Nachdem ich hier die 100% mitgenommen hätte, hätte ich hier gerne nochmal einen Einstieg gefunden. Aber das muss man jetzt erstmal so hinnehmen. Wir haben jetzt hier eine neue Bewegung gesehen. Mittlerweile sind wir schon hier oben gewesen bei 8 Euro. Natürlich trotzdem erfreulich, weil ich ja weiterhin partizipiere.
Aber ja, es wäre auf jeden Fall mal schön, wenn wir eine Korrektur sehen würden jetzt. Die steht weiterhin aus. Das passt auch sehr gut charttechnisch, wenn jetzt eine Korrektur eintreten würde. Zum einen haben wir hier das 38er Level. Das zeichne ich auch gerade ein. Das haben wir in diesem Bereich hier. Wäre aus aktueller Sicht das 38er Level circa. Das habe ich jetzt gemacht. Von daher würde das auch ganz schön mit diesem Widerstand hier zusammenpassen, der hier auch schon mal sich bewiesen hat in dieser Region zumindest. Das können wir natürlich auch ein bisschen ausweiten hier, diese Region. Und von daher wäre hier das dann quasi so zu deuten, dass wir hier einen Rebound sehen würden, der hier dann dementsprechend so aussehen würde und dann weiter Fahrt aufnehmen könnte. So, das wäre das Szenario für Cody und dann würden wir wahrscheinlich auch, wenn wir das durchlaufen würden, dann auch ein neues Ziellevel definieren, das bei 16 Euro gewesen ist. Das habe ich jetzt gerade wieder mit der rechten Maustaste weggeklickt. Wie ihr seht, da stolper ich öfters mal drüber. Ja, hier dann die 16 Euro. Das heißt, wenn man hier bei 5, 6 Euro einsteigen würde, je nachdem, wo man hier den Einstieg finden würde, dann in Zukunft, wenn es so eintritt, wie wir es jetzt gerade besprechen, dann könnte man hier auch nochmal die 100% mitnehmen. Aber auch das ist natürlich aktuell erstmal Spekulation oder auch eine kleine Überlegung, wie das ablaufen könnte. Und ja, wäre ja dann auch ganz nett. Mal schauen, ob das so abläuft. Ich zeichne es mal ein, dann können wir das wieder verfolgen, wie wir es jede Woche machen. Dann Tat. Ja, Tat müsste jetzt langsam mal eine Reaktion zeigen. Wir hatten jetzt hier diesen Widerstand leider nicht respektiert, der hier ja zunächst mal hier eigentlich ganz gut funktioniert hatte. Wir sind jetzt hier doch sehr weit runtergekommen. Man könnte vielleicht, wenn man auch untergeordnet nochmal schaut, da einen weiteren Widerstand ausmachen. Jetzt habe ich hier leider schon ausgewählt gehabt, bevor ich den Chart hier verändert habe. Also wir könnten hier nochmal einen Widerstand sehen, untergeordnet, der in dem Bereich hier liegt. Also einmal hier mit diesen Reaktionen. Und dann jetzt eben aktuell. Das könnte so ein Szenario sein, wo dann vielleicht nochmal jetzt die verspätete Reaktion dann auch folgt. Aber ich bin da sowieso risikofrei investiert, ich bleibe auch investiert und ja, wäre ja natürlich happy, sage ich mal, wenn das ganze Projekt gut abläuft. Wir hatten letzte Woche hier den neuen Entry mal eingezeichnet. Das hätte jetzt aktuell nicht so ganz funktioniert. Wir lassen es einfach mal hier liegen, weil hier wäre potenziell der Einstieg gewesen. Von daher verändern wir das mal nicht, weil wir auch hier das Ziellevel hätten. Von daher bleibe ich dem mal treu und schaue, wie es weitergeht. Also das wäre natürlich hier so der letzte Einstiegspunkt, der dann eigentlich ziehen muss. Ansonsten muss man eh nochmal schauen, was mit der Aktie passiert. Invisible Interactive, auch interessantes ja, Themenbereich, interessanter Themenbereich. Hier oben gerade so ein Doppeltop, der könnte dafür sorgen, dass wir hier einen starken Abriss nochmal haben von dem Ganzen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich bin auch hier risikofrei investiert. Deswegen würde es mich jetzt nicht weiter belasten, aber wäre natürlich schön, wenn wir hier trotzdem die Reaktion sehen. Vielleicht kann da auch noch mal etwas tiefer laufen und dann aber hoffentlich hier das Ziel von 2,50 € dann abarbeitet. Das wäre dann ja von dieser Position von 65 Cent dann auch nochmal die 100% möglich. Das ja, wäre so das Szenario. Wie versprochen, gehe ich jetzt noch auf B2Gold ein. Hier haben wir einen ja, kleinen doppelten Boden untergeordnet, zumindest von der Formation her, auf diesen Widerstand hier. Und potenziell sehen wir dann hier ja, das übergeordnete Ziel weiterhin, das wir auch schon besprochen hatten, bei 12 Euro circa. Wenn das jetzt hier so bleibt, wie es ist.
Und ja, dann würden wir hier vom 50er Level aus das Ziellevel bei 7 € sehen, also bei 100%. Und ja, aktuell wäre das einfach ein neues Hoch. Das, denke ich, ist dann doch ja, plausibel und auch möglich. Jetzt haben wir noch zwei Stück. Einmal Organovo, das wollte ich auch nochmal als Update mit reinnehmen, weil wir hier ja, sehr niedrig stehen. Quasi wieder bei meinem Einstieg damals, auch hier risikofrei investiert. Ist natürlich interessant, hier das Ganze nochmal so durchzuspielen wie letztes Jahr und nochmal denselben Einstieg zu bekommen. Geschuldet aus dieser starken Reaktion, die hier auch leider nicht gehalten hat. Das sah zunächst einmal so aus. Jetzt sind wir mittlerweile hier unten. Aber auch hier haben wir noch, ja, die Möglichkeit, sage ich mal, aus dieser Region hier noch mal rauszukommen und auch noch mal hier diese 100% theoretisch mitzunehmen. Und jetzt Xiaomi. Xiaomi hat auch aus dem Korrekturlevel eine schöne Bewegung zunächst mal ja, gegeben, aber auch hier muss man jetzt erstmal schauen, ob das so hält. Also es ist natürlich möglich, dass wir hier nochmal eine Bewegung hier ins Korrekturlevel sehen. Aber aktuell haben wir hier, wie gesagt, auch hier sieht man den Trendkanal. Der wurde hier respektiert. Also könnte auch nochmal etwas tiefer ziehen, um neue Käufer zu sammeln. Aber prinzipiell war das ja von den News her ganz plausibel, ganz nett. Und kann man weiter beobachten und vielleicht auch einen Einstieg nochmal finden. Ja, das wär's für den Samstag und morgen geht's weiter. Ich auch nochmal mit einigen Updates, wenn ich dann noch was Interessantes von der Woche finde. Und vielleicht finde ich auch noch ein paar neue Aktien, die ich dann hinzunehmen kann. Und bis dahin erstmal einen schönen Samstag und ja, bis dahin. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.